Da sind wir wieder. Gotti, warte mal kurz, mit diesen Monstern stimmt etwas nicht. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Es ist doch seltsam, dass die beiden wie Zwillinge aussehen und dann auch das gleiche sagen. Da hast du recht. Was könnte es sein? Es könnte sein, dass es nur ein Monster ist, das sich teilt. Wenn das so ist, dann ist es sinnlos, immer nur eines zu bekämpfen. Du meinst, wir müssen beide auf einmal angreifen? Ja. Dann müssen wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Ich schaffe das auch alleine. Das glaube ich nicht. Eigentlich sollte ich meine Soldaten diese Sache regeln. Es ist mir fast peinlich, euch um Hilfe zu bitten. Zähl an, wir arbeiten doch zusammen, B. Dachtest du uns immer noch als Fremde? Ja. Ich gebe zu, du bist stark, aber ich kann nicht zulassen, dass du alleine gegen die Monster kämpfst. Geil, jawohl, ich kämpfe an ihrer Seite. Ist das in Ordnung, Selan? Gut, du hast gewonnen. Und go. Also gut, bis später dann, Jungs. Ich zähle auf dich, Geil. Da liegst du goldrichtig. Und go. Du gibst wohl niemals auf, oder? Diesmal meine ich es ernst. Der macht Schaden. Bats. 500, Alter. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ach, er wird so sterben. So, jetzt müssen wir die mal kurz heilen. Bam, bam, badam. Wenn er nicht eh jetzt schon tot ist. So viel, wie der gerade gefressen hat. Also viel Leben kann der nicht mehr haben. Das sehe ich jetzt schon. So, Chuck Atlantis. Boah, Glutball. Leb. Und er ist Chuck. Na, schon tot. Habt ihr das gesehen? So lieb, so lieb. Das gleiche machen wir jetzt hier auch. Der hat zwar kein Zauber, aber wir können hier das hier machen. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Vampirkuss. Sagt den Fokus eigentlich. Arme. Sehr gut, das machen wir gleich mal. Weil der ist ja auf Magie ausgelegt. Bam, 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 bam. So, Chuck. Chaoskralle. Was? Das war klar. So, Zauberhut. Sehr schön. Dun, 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 dun. So, die macht jetzt einen Zauber. Und zwar Schock. Aqua da. Bam, 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 bam. Bei dem Kampf werden wir länger brauchen, weil wir keine zwei Magier haben. Aber egal, jetzt hat er auf jeden Fall mehr Schaden. Bats, 162. Sehr schön. Der geht mal Tempo. So, dann wieder Schock. Der Seelen geht mal jetzt auf jeden Fall Tempo, das ist sehr wichtig, damit die mal zuerst das angreifen kann. Bam, bada, da, bam, bada, bada, bam, bada, bam, bada. Schock. Fast. Da, 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 da. So, jetzt dürfte die als... Ah, nicht einmal. Die ist noch immer zu langsam. Okay. Schock. Dun, dun, da, da. Dann probieren wir es nochmal mit Tempo. So, Schock. Aqua da. Und Schock. Tempo. Oh, ich bin... Ach Gott, das war jetzt Fail. Das war echt Fail. Boah, wenn wir jetzt Pech haben, sterben wir sogar. Und das nur, weil ich so blöd war. Ja. Das war echt schlecht. Das war ultra schlecht von mir. Das war ultra, ultra schlecht. Kraftdrang. Ja. Jetzt könnt ihr dieses Video hundertprozentig disliken. Hundertprozentig sogar. 100% könnt ihr das disliken. Das war mega viel hoch. Oh, da sind wir wieder.
Das war ja auch echt kacke, Alter, was ich da abgezogen habe. So, aber das wird auf jeden Fall nicht nochmal passieren. So, dann machen wir das mal hier so. Zack. Boah, das macht viel Schaden, bist du wahnsinnig. Dun, 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 dun. So, 57, sehr schön. Schock! Bam, bam. Badadabam, bam, 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 bam. Badadabam, bam, 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 badadabam. Oh, jetzt geht's los. Fummelschlag. Ist klar, dass das was macht, du. Ich wollte eigentlich heilen. Oh, shit. So, dann heilen wir jetzt. Und zwar so. Und Schock. Aquata. Eigentlich finde ich den Gegner am schwierigsten. Der andere, der war ja kinderleicht. So, Ego Graph. Session. Und Schock. Und tot. So ist er einfach, wenn man auch das Richtige macht. Ach, das kann nicht wahr sein. Duf, duf. Und tot. Seelen, du hattest recht, aber wie konntest du das wissen? Ich hörte eine Sage über ein Monster, das sich teilen kann. Dieses Monster kann sich immer wieder regenerieren, solange die andere Hälfte lebt. Man sagt, der einzige Weg, das Monster zu besiegen, ist, beide Hälften auf einmal zu schlagen. Tatsächlich, ich habe sowas noch niemals zuvor gehört. Ich kämpfe schon so lange, ich mich erinnern kann, ich kenne viele solche Sagen. Gut, auf geht's! Das Deko-Schwert müsste hinter dieser Tür sein. Tier? Mir geht es gut. Ich denke nicht daran, schon aufzugeben. Gehen wir. Deko-Schwert. Okay. Na wurscht, aber wir machen jetzt das hier. Und zwar folgendes. Flucht. Und schon sind wir außer Haus. Und ab zum Königreich. Bom. Bom. Bommel. Bimmel. Oh ja, das ist es, das Deko-Schwert. Endlich, du bist wirklich so großartig, wie man sagt. Oh, ohne Seelen hätte ich es nicht geschafft. Sie ist wahrlich eine Meisterin des Schwebewehrs. Na gut, egal. Das stimmt nicht, denn Erfolge verdanken wir Goethe und seinen erstaunlichen Fähigkeiten. Auf jeden Fall habt ihr eure Mission hervorragend erfüllt. Im Keller wartet eine Belohnung auf euch. Ich werde dem Wächter Bescheid geben, ihr könnt euch eure Belohnung jederzeit abholen. Okay. Mein König, etwas Schreckliches ist geschehen. Jemand hat unsere Nachbarstadt Gordovan dem Erdboden gleichgemacht. Kann es möglich sein? Ich kann noch nichts bestätigen, doch man sagt, ein einzelner Mann habe Gordovan zerstört. Was? Ein einzelner Mann? Wie kann so etwas sein? Mein König, lass mich herausfinden, was geschehen ist. Aber Vic, vielleicht kommt dieser Mann hierher. Ich brauche dich hier. Ich werde nur 3 Soldaten mitnehmen. Der Rest bleibt zum Schutz hier im Schloss. Nein, 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 nein. Das kann ich nicht zu erlauben. Das ist viel zu gefährlich, mein König. Wenn du es erlaubst, werden wir Selan begleiten. Das wäre hervorragend, doch ich glaube, ich verlange das zu viel von euch. Wir wollten sowieso weiterziehen. Außerdem möchte ich wissen, was in Gordovan los ist. Also gut, wenn du darauf bestehst. Mein König, wir können doch nicht immer Goethe bitten, um uns auszuhelfen. Was ist los, Selan? Stehen wir dir im Weg? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Na gut, dann gibt es ja keine Probleme. Du wolltest doch sowieso alleine gehen, oder? Wie meinst du das? Du weißt, dass dies eine gefährliche Reise wird. Du hast damit gerechnet, nicht wiederzukehren. Deine Soldaten sind noch nicht so weit, sie können dich nicht begleiten, stimmt doch, oder? Selan, wie es scheint, hat Goethe dich durchschaut. Ich denke, ihr arbeitet ganz gut zusammen. Ja, mein König. Gut gemacht, Goethe. Bitte pass gut auf Selan auf. Jawohl, mein König. Kommen wir ins Einzelgespräch. Ich verstehe dich nicht, Goethe. Warum riskierst du so viel für ein Land, das du nicht deine Heimat bist? Ich möchte herausfinden, wer Gordovan zerstört hat. Mein Schicksal ist es, zu kämpfen. Dein Schicksal? Eine Frau in einer Höhle erzählte mir dies. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Glauben schenken soll. Ich verstehe dich. Ich habe an vielen Schlachten teilgenommen und weiß, was du meinst. Wenn du möchtest, kannst du dieses Mal die Befehle geben.
Nein, ich möchte, dass du uns wieder anführst. Bist du sicher? Ja, ich glaube, du hast bei unserer letzten Mission bewiesen, dass du ein guter Befehlshaber bist. Ich möchte wirklich, dass du das Kommando übernimmst. Heißt das, du was? Dass du anfängst, mir zu vertrauen? So kann man es sagen, aber nur ein wenig. Immer noch so hart, genau. Ich denke, wir sollten nach Gordovan aufbrechen. Gordovan befindet sich westlich von Bandoria. Wir müssen durch den kleinen Tempel gehen. Lasst uns aber erst die Belohnung holen, die ist uns der König versprochen hat. Seelan schließt sich der Sicherheit der Gruppe. Ich wollte ein bisschen falsch sagen, aber gut. Das ist eine Truhe mit Engelflügeln. Engelsflügel. Schauen wir mal, was können die? Nichts. Sehen nur für Seelan. Oder auch nicht. Was? Wie? So, das hätten wir mal. So, ich glaube, wir müssen nach rechts, wenn ich mich nicht täusche. Nein, ich habe keinen Bock. Was ist denn das hier? Vor kurzem sind Monster hier im Leuchten aufgetaucht. Zum Glück sind es noch nicht viele. Wir sind gerade bei Ausführen, wie die Monster da reingekommen sind. Haltet euch also bitte fern von diesen Touren. Okay. Dieser Turm wird noch eine beträchtliche... Nicht beträchtliche, was recht da... Auf jeden Fall noch ziemlich cool werden. Denn er hat dort etwas Cooles, was wir holen können. Ja, okay, dann kill ich euch halt, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Da sterbt. Ihr wollt ja unbedingt sterben. So. Komm, schock sie tot. Wart. Nun tot. Was? Er lebt hier noch. Kriegt halt jetzt einen Schock. Wart. Hier nochmal Schock. Für euch alle. Und Bart. Ja, was willst du mit deinem mickrigen Schaden hier? So, komm her. Bart. Und tot. Und tot. Na, was sage ich? Ihr Jämmerlichen hier. Was wollt ihr von mir, hä? Kannst du mich da rein nicht besiegen? So, ich würde mal sagen, das war's wieder mal. Oder warten wir noch ein bisschen? Ich glaube, es sind noch nicht 15 Minuten, weil ich habe geschnitten, wodurch wir Zeit gewonnen haben. Ein Dämon. Bart. Fummischlag. So, der ist mal tot. Und der Wolf. Obwohl, das ist kein Wolf, aber ein Hündchen. So, Chuck. Schock. Und Schock. Quarz. Okay, der wird jetzt nicht ganz sterben. Oder auch nicht. Aber jetzt. Oder auch nicht. Oder jetzt. Na, okay, doch. Braver Hund. So, schauen wir mal. Dieser Unhold zerstörte die ganze Stadt. Ich bin froh, dass ich lebe. Er hat sich in den Turm im Westen verzogen. Ich hoffe, er kommt nicht wieder. Oh mein Gott. Was ist hier geschehen? Was haben wir nur getan, dass er alles zerstörte? Er nahm eine Frau mit. Es kam ihr niemand zu Hilfe, dass sie nicht von hier ist. Da sie nicht von hier ist. Dieser Zerstörer ist der Inbegriff des Bösen. Die Stadt ist ziemlich am Boden, doch wir leben. Er wollte offenbar nicht uns zerstören, doch warum hat er es denn dann getan? Weil er es kann. Ich müsste eigentlich nach Minias, aber ich habe Angst, dorthin zu gehen. Nun gut, wir gehen jetzt nach Westen. Westturm von Gordovan. So, na gut, aber jetzt würde ich mir sagen, machen wir eine Aufnahmepause, weil diesen Turm machen wir in einer Extra-Aufnahme. Und das war's für euer Gordo. Tschüss.